Boy! Der ist ja tot. Und gibt's diesmal ein bisschen Gas, gell? Zeit ist Geld. Alles klar. Wanninger. Reischl! Wanninger, halt dich fest. Der Haberl ist tot. Nein. Ja. Anscheinend von seiner Atlaskugel erschlagen. Wie? Unfall? Was weiß ich, also man. Ich bin hier auf seinem Hof. Kannst herkommen. Wir hätten etwas zu reden. Ja, bin gleich da. Ihr glaubt's nicht. Karl ist tot. Wanninger, ja, hallo. Würden Sie Herrn Köhler bitte ausrichten, dass er Karl Haber von der Teilnehmerliste streichen soll? Ja, Herr Haber kann an dem Wettkampf nicht teilnehmen. Ich würde dafür seinen Platz einnehmen. Genau, Wanninger. Keine Ahnung, was Reischer mit mir zu bereden hat. Wer weiß, vielleicht bringt er einen Sponsorenvertrag für mich raus. Okay, bin bald wieder zurück. Ciao. Der kann das nicht mehr vorführen. Hansi! Hey! Ja, der Wanninger, der hat mit dem Haberl immer früher trainiert. Sind gute Freunde gewesen. Grüß dich. Darf ich dich vorstellen, Hans Wanninger, die Kriminaler Hansen und Hofer. Wie ist denn das passiert? Unfall? Das weiß man nicht ganz genau. Sei doch mal so lieb und heb doch mal die Kugel hier in das Loch. Ja, aber nimm es nicht die, sondern nimm es die dabei, bitteschön. Wer hat's ganz schön benannt? Na, gut für mich. Was wiegt dieser Kugel? Mindestens 120 Kilo. Echt? Das ist der Wahnsinn. Sauber. Okay. So, von der Leins bewegt sich da nichts mehr. Da bräuchte schon einen Scheidenschubs, oder? Ja. Tja, Mord. Eindeutig. Habe noch nicht bei einem Arbeitskollegen. Wir sind im Sicherheitsgewerbe tätig und fahren diese Transporte. Naja, sind gefahren. Vor ungefähr 3 Jahren hat er dann mit dem Krafttraining angefangen, mich ebenfalls dafür begeistern können. Seitdem haben wir halt zusammen trainiert für diese Strongest Man-Wettbewerbe. Mhm. Entschuldigung, Firmus, die Störung, aber ich hab da etwas. Herr Hansen, bitte, bitte. Herr Wanninger, einen Augenblick bitte. Ich bin da auf hochinteressante Zeitungsausschnitte gestoßen, die der Haberl gesammelt hat. Und zwar geht es dabei um einen Geldraub, der vor ungefähr einem Jahr hier in der Nähe stattgefunden hat. Mhm. Ausgeraubt haben sie einen Geldtransporter von der Firma Cerberus. Ja. Und diese ganzen Artikel, die handeln nur davon. Ja, schön. Herr Wanninger. Diese Sicherheitsfirma, für die Sie da arbeiten, heißt die Cerberus? Ja. Und vor einem Jahr wurde ein Sicherheitstransporter ausgeraubt? Ja. Josefa! Ihre Freundin? Ja. Sagen Sie mal, was hat der Reischl heute Morgen eigentlich so Wichtiges mit Ihnen zu besprechen? Ich spring für Karl Haberl ein. Bei dem Wettbewerb. Ah ja. Und beim Sponsorenvertrag springen Sie da auch für Herrn Haberl ein? Ja. Das ist ein richtiger Glückstag für Sie. Herr Brandes, das ist Herr Hansen von der Polizei. Er untersucht den Mord. Grüß Gott. Dann war das also kein Unfall. Nein. Sie leiten das Sicherheitsunternehmen? Ja. Aber sagen Sie mal, wie ist es denn eigentlich genau passiert? Bitte.
Der Mörder hat diese Atlaskugel vom Podest gestoßen. Haberl hat vor dem Gras gesessen und sich ausgeruht. Ja, und die Kugel hat ihn dann... Wahnsinn. Hatten Sie mit Herrn Haberl Probleme? Probleme mit dem Haberl? Hat er mit anderen Mitarbeitern irgendwelchen Ärger? Ja, oder? Nicht, dass ich wüsste. Hat er Feinde? Feinde. Oder? Und Sie? Ich war unterwegs. Mit dem Auto. Allein. Sagen Sie mal, hat Herr Haber sich in letzter Zeit irgendwie anders verhalten? Er hat sich immer irgendwie ein bisschen anders verhalten. Jeden Tag kam der mit anderen verrückten Ideen her, oder? Stimmt. Geld machen und groß rauskommen. Das war schon immer seine Devise. Wanninger? Hans, hör zu, ich komme heute nicht nach Hause. Josefa, wo bist du? Ich muss über einiges nachdenken. Was ist denn bloß los? Die Josefa, das ist eine Freundin. Aha. Na, wo ist Ihre Freundin? Keine Ahnung. Sie sagt, sie braucht Zeit und dass sie sich wieder meldet. Wieder aufgetaucht, Frau Keiling? Sie war bei ihrer Schwester. Sie kommen mit. Sie warten hier. Ihre Freundin sagt, Sie haben ihr verziehen? Ja. Haben Sie aber schnell verziehen. Ich bin nicht nachtragend. Was geschehen ist, ist geschehen. Also ich sehe da einen anderen Grund für Ihr großzügiges Verständnis. Sie wussten doch schon vorher von dem Verhältnis. Wusste ich nicht. Und dann haben Sie Ihren Nebenbuhler beseitigt. Habe ich nicht.